Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Live in the Woods. Es ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Und zwar, ich versuche mal alles zusammenzufassen und hoffe natürlich, dass ich dabei nichts vergesse. Ich habe die Felder hier nochmal komplett aufgefüllt und nochmal zwei neue angelegt. Für Tomaten und Salat. Denn wir haben ja vor, irgendwann bei unserem Delighted Meal zu landen. Und dafür benötigen wir Deluxe Cheeseburger unter anderem. Und die gehen eben noch mit Tomaten und Salat, also normale Cheeseburger, die wir jetzt haben, mit Tomaten und Salat versetzen. Und dann bekommen wir Deluxe Cheeseburger. Gut, dann habe ich hier auch endlich das Melonenfeld mal komplett aufgefüllt. Und ja, hier halt eben immer mal wieder ein bisschen Weizen abgebaut und so weiter. Ihr kennt das ja. Gut, dann habe ich auch schon wieder neue Burger vorbereitet, das habe ich auch gemacht. Und vor allem habe ich noch was anderes gemacht. Ich war, ihr habt es auch hier im Rucksack schon gesehen unter Umständen, ich war ein wenig unterwegs. Ich hatte das Ganze eigentlich auch aufgenommen, aber es war halt irgendwie, ich weiß nicht, ich fand die Folgen selber nicht schön. Es ist halt stocklangweilig, wenn ich durch die Gegend renne und versuche Sachen zu finden und so weiter. Also ja, ich habe mich dagegen entschieden, die Folgen zu veröffentlichen. Wenn ihr sie irgendwie nochmal sehen wollt, dann kann ich das meinetwegen auch alles einfach in ein langes Video, Sondervideo oder sonst was hauen, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ach komm, ist egal, hau raus. Es wird aber definitiv, es werden keine regulären Folgen werden, weil dafür finde ich es einfach zu schlecht. Es ist halt, ja, wir sind ein bisschen rumgelaufen. Ich habe ein bisschen was noch zu Soundcraft erzählt, glaube ich. Aber das war es halt auch schon und das ist halt 3 Folgen lang. Es ist... Ja, ich bin hier so diesen Kreis gelaufen. Wir haben auch ein bisschen was entdeckt. Eigentlich haben wir nur eine Wüste und Dark Oakwood gesucht. Dark Oakwood haben wir dann hier gefunden, obwohl wir es hier direkt vor der Tür gehabt hätten. Naja, egal. Und dabei ist allerdings noch was passiert. Das wäre jetzt vielleicht das einzige Sehenswerte. Wir haben ein paar Greatwood-Bäume gefunden. Das sind ja die, die mit Soundcraft dazugekommen sind. Und die haben auch ein sehr schönes Holz. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir unser Dach... Entschuldigung, da muss ich kurz hieksen. Dass wir unser Dach aus Greatwood machen. Das hat eine ähnliche Färbung wie... Dark Oakwood. Ich nehme kurz den Dark Oakwood mit. Und pack den mal hier hin oder so. Und dann einmal kurz Greatwood. Beziehungsweise es ist noch ein bisschen dunkler. Und ich persönlich finde es schöner. Glaube ich. Das hier ist eben das Greatwood. Und ich würde einfach mal damit an, wobei das halt auch echt. Ach, keine Ahnung. Ja, ich glaube, vom Greatwood haben wir halt jetzt insgesamt mehr. Da haben wir 12 Stacks vom Holz. Das haben wir, glaube ich, beim Dark Oakwood nicht. Beim Dark Oakwood haben wir nur 9 Stacks. Gut, die würden wahrscheinlich auch reichen. Aber wir nehmen jetzt erstmal, wir versuchen es mit dem Greatwood, wenn es mir wirklich gar nicht gefällt, kann man immer nochmal alles abreißen und neu bauen, wie auch immer. So, zack und zack, daraus machen wir jetzt natürlich noch Stairs. Eigentlich benötigt man das Ganze für Farmcraft, für zum Beispiel gewisse Zauberstäbe oder so Sachen. Braucht man nur mal ein bisschen Greatwood, eigentlich nicht viel. Deswegen ist es gar nicht mal so schlimm, wenn wir hier zu viel zu Treppen verkraften. Und eigentlich könnte ich auch einfach den hier machen. Hier sind sie. Und das Gute am Greatwood ist, es würde auch wachsen. Allerdings nur von alleine. Wir können sich hochzüchten, aber es würde bei uns wachsen, wenn wir einen Setzling reinsetzen. In den Kommentaren stand ja, dass es bei Dark Oakwood nur mit 4 Setzlingen geht. Das würde ich, glaube ich, sogar gern gleich nochmal ausprobieren, wenn wir eh schon dann oben unterwegs sind. Ja, und es ist noch was passiert. Wo ich hier gerade stehe. Moment. Ta-ta-ta-ta-ta. Ja, ich habe die Obsidian-Farm mal aufgebaut. Das Ganze habe ich offscreen gemacht, weil es halt eigentlich auch nichts anderes wieder ist, so wie das, was wir jetzt teilweise schon gebaut haben. Es ist halt wieder eine Lava-Produktion. Hier so ein Wasserding, wie wir da schon hatten. Und dann einfach ein Igneous Extruder, der beides miteinander verbindet und Obsidian draus macht. Und das wird dann hier abgesaugt, beziehungsweise vom Igneous Extruder direkt hier ja, reingegeben. Und landet dann hier unterirdisch
mit in dieser Iron Pipe und läuft dann hier einfach gleich direkt mit ins Lager. Ja, das habe ich offscreen noch gemacht. Und hier habe ich auch schon mal ein bisschen angefangen. Da bin ich mir jetzt aber dann doch noch nicht ganz so sicher. Beziehungsweise ich brauche einen besseren Hammer. Das werden wir wahrscheinlich nächste Folge machen. Weil ihr seht hier schon, der Eisenhammer, der ist halt einfach, ja. Wir werden uns einen Stiel, genau, einen Steelhammer, also einen Stahlhammer machen. Und dann kann ich da offscreen ordentlich loslegen. Gut. So, bevor wir jetzt aber, wie gesagt, das Dach machen, möchte ich mal kurz den Baum anpflanzen und mal gucken, ob das was wird. Meinetwegen da oben oder so. Ja, machen wir halt mal hier so. Zack, 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 zack. Das kann meinetwegen da irgendwo hin. So. Ah, okay. Sehr gut. Das funktioniert also wunderbar. Gut zu wissen. Wie viel Tomaten und Salat haben wir eigentlich im Haus? Lass mal gucken. Wir haben hier jeweils über einen Stack, das ist sehr schön. Dann würde ich die nämlich gleich mal mit Tomaten und Salat versetzen. Die machen nämlich deutlich mehr Salat. Ich kann noch mal kurz so einholen. Nee, kann ich nicht. Okay. Aber die machen auf alle Fälle noch mal ein bisschen mehr Salat. Und wie gesagt, wir wollen ja dann eh zum Delighted Meal kommen. Das habe ich übrigens irgendwo gefunden. Genauso wie das Zeug. Ich muss mich mal ganz kurz muten. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Ja, man hört es vielleicht, ich bin ein kleines bisschen erkältet, es ist nicht weiter schlimm, aber die Nase läuft halt immer mal. Und nachdem ich euch nicht unbedingt was vorschniefen möchte, ja, schneuze ich mich eben immer mal kurz und dann müsst ihr damit leben, dass ich mal kurz ein paar Sekunden gemutet bin. Ich hoffe, es stört nicht weiter. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Dach. Das werden wir wahrscheinlich nicht alles in der Folge machen. Oder in Folgen, weil das ist halt dann auch schon wieder so eine Sache, die wahrscheinlich stinklangweilig ist für euch. Und ja. Gut, ich gucke jetzt mal, wir fangen mal hier an. Zack. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut so. So, hier die Sache, da weiß ich noch nicht ganz, wie wir weitermachen. Ich weiß auch nicht ganz, wie wir hier weitermachen. Ob wir hier einfach. Ich würde wahrscheinlich einfach den hier machen. Wir gehen hier ums Eck. Nee, so eigentlich nicht. Da habe ich zu hoch geguckt. Genau so hätte ich es ganz gern. Zack, zack. Und zack, so, dann machen wir hier überall hin. das wollte ich auch nicht. Zack. Ja, wie wir hier dann so genau weitermachen, ist mir auch noch schleierhaft, ehrlich gesagt. So. Aber so wird das Ganze dann grob aussehen. Wir müssen natürlich auch bei dem Turm mal gucken. Den müssen wir entsprechend weiter noch hochziehen. Ich möchte, dass der Turm auf alle Fälle sich noch deutlich vom Dach abhebt. Was wir im Turm dann noch so genau machen, ist so eine Sache. Und vor allem, ja, also ich bin echt noch ziemlich unzufrieden. Man merkt es vielleicht. Irgendwie ist das Ganze noch nicht so ausgereift. Ich finde das Portal hier unten zwar schön und gut, ich finde den Raum auch halbwegs okay, bis auf dass er halt auch sehr eintönig ist. Aber, Moment.
Entschuldigung. So, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich bin mit unserem Haus echt noch sehr unzufrieden. Das ist halt hier so unter der Küche, passt eigentlich überhaupt nicht hierher. Ist zwar an sich cool, aber na, ich weiß noch nicht. Vielleicht bauen wir den Raum hier auch wirklich nochmal um. Und wir benötigen hier ja auch auf alle Fälle nochmal ein zusätzliches Lager, was aber vielleicht noch in der Reichweite dieses Controllers sein sollte. Würde sich zumindest anbieten, sagen wir mal so. Und da würde sich halt dieses Stockwerk anbieten. In diesem Stockwerk haben wir aber natürlich unsere Farm schon komplett stehen. Deswegen kann es tatsächlich passieren, dass wir diese Farm hier nochmal abreißen. Also, das wäre dann entweder eine Aufgabe für den Stream oder mal, dass ich das offscreen mache. Wahrscheinlich wird es dann eine Aufgabe für den Stream oder so. Da haben wir dann wenigstens mal ordentlich was zu tun. Dass man das einfach alles nimmt, ein Stockwerk höher wieder aufbaut. Und hier dann nochmal ein zusätzliches Lager aufbauen mit Sachen, die man nicht so oft braucht, weil die Drawer hier werden uns definitiv nicht reichen. Das kann ich auch schon sagen, dass das definitiv zu wenig sein wird. Ja, und wie gesagt, hier unten den Keller, den lassen wir erstmal vorerst. Vielleicht bauen wir das Ganze dann aber doch nochmal ein bisschen um. Wird sich dann zeigen. So. Ein Compressed Zombie. Ah ja, und es hat sich noch was getan. Das zeige ich euch aber erst wieder, wenn Tag ist. Ich schnetzle hier jetzt mal kurz ein paar Zombies. Moment. Der noch. Der noch. Der noch. Und der noch. So. Ich gehe vielleicht noch mal kurz pennen. Moment. Zip. Und was ich mir auch überlegt habe, das ist jetzt aber nicht weiter schlimm, das ist nur noch mal eine kleinere bauliche Veränderung, die zeige ich euch aber auch gleich noch. Also, zuerst sammeln wir mal das ganze Zeug hier ein. Was ist noch mal so. Genau, das ganze Zeug hier mal einsammeln. Hey, bin noch nicht weg. haben wir hier alles? Wir haben hier alles, wie es scheint. Okay. Kurz ein bisschen was futtern und dann sammeln wir noch das am Boden ein. Dann haben wir auch wieder ein paar Level, das ist auch schön. Ein Zombie-Kopf ist auch schön. Sehr gut. Okay. Ich habe hier das Gehege mal weggemacht, da war ja nur noch das Pferd drin. Und habe das Pferd, wir hatten ja auch nur einen Sattel, ich weiß nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe, habe das Pferd mal hier reingestellt, also gesattelt, aufgesetzt und hier reingeritten, damit wir da vorne, wenn wir bauen, eben ein bisschen Platz haben und da aufpassen, nicht aufpassen müssen. Und die zweite Sache war, was ein bisschen so die Langeweile, sage ich jetzt mal, der Fassade nochmal nehmen würde, wenn wir meinetwegen hier zum Beispiel oder so noch einen kleinen Erker einbauen. Fände ich ganz cool, für, also für die, die nicht wissen, was ein Erker ist. Das ist quasi ein Fenster, was aus der Fassade hervorsteht. Ist meistens so eine Art Halbkreis oder so ein, ja, wie nennt man sich das? Also geht meinetwegen dann hier so ein bisschen schräg raus. Ist dann hier gerade und geht dann hier wieder so ein bisschen schräg rein oder so. Irgendwie sowas würde ich hier vielleicht sogar noch einbauen wollen. Ja, genau, da werden wir uns auch mal irgendwann ein bisschen spielen. Bricht halt nochmal so dieses eintönige, monotone der Fassade, was wir ja zurzeit haben. Und sieht, denke ich, dann auch recht gut aus. Beziehungsweise hoffe ich einfach mal, dass es dann recht gut aussieht, sagen wir mal so. Gut, dann machen wir hier jetzt mal weiter. Und zwar, gut, da muss ein Stein hin. So. Dann müssen wir hier mal gucken. Ja, gut. Nein, so nehme ich genau nichts, sondern so.
Und so auch nicht, sondern so. Perfekt, gut, dann können wir den eigentlich auch irgendwie offen lassen oder einen ganzen Block dann reintun. Das bleibt dann abzuwarten. Und dann, oha, schön vorsichtig hier. Zack. Nein. Gut, dann geht es erstmal hier so weiter. Auf alle Fälle. Zack, zack. Hier gehören dann eigentlich Blöcke hin, also Steine. Dann machen wir hier so weiter. Hallo? Achso, da stand ich wahrscheinlich noch drauf. Und hier. Hier geht es dann so ums Eck irgendwie. Moment. Nein. Da stand ich wohl schon zu schräg. So und so. Zack. Sehr gut. Hier gehen wir natürlich auch noch überall einen runter, dass es nicht ganz so kurz ist, das Dach. Und hier geht es dann so weiter. Genau, bis hier so raus. Und hier auch. Und hier geht es dann so weiter. Wir müssen auch mal gucken, wie wir das Ganze hier drüben beim Treppenhaus dann weiterführen. Aber wir haben ja doch ein, naja, recht kompliziertes Haus, nennen wir es mal so. Ach, sieh mal eine an. Da können wir gar nicht. Dann machen wir das mal so. Und so und so. Das hätte ich gerne. Nein. So, genau, so hätte ich dich gern. Dankeschön. Jedoch. Und dann. Sehr gut. Dann passt das schon mal so ein bisschen. Und dann müssen wir es nur noch hier angleichen. Also ich mache vielleicht erstmal lieber den hier unten. Die kleinen Ausrutscher, die lasse ich jetzt einfach mal. Ich will hier mal ein bisschen vorankommen. So, zack, zack. Zack. Ja, ich werde innen auf alle Fälle noch ein Erdgerüst benötigen, höchstwahrscheinlich. Und ich überlege gerade sogar auch, ob wir hier nicht doch. Naja, bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten. Okay, zack, zack. Oh, nein. Wir brauchen mal ganz fix 1, 2, 4 und 2. Okay, Moment, die hole ich mal eben. 4 und 2. 2. 4. Sehr gut.
Hier einer hin und dort einer hin. Und hier kommt die hin. Perfekt. Und dann geht's mit den Stufen weiter. Die Sache ist halt, wie gesagt, auch die, ich weiß beim Treppenhaus eigentlich noch so gar nicht, wie ich das machen möchte, wie man da am besten weiterbaut. Das ist ein bisschen. Nein, den hätte ich gern. Dankeschön. So, und hier natürlich auch wieder überall den hier ran. Wieso setzt du den denn nicht einfach hier hin? Willst du mich verarschen? Dann machen wir es halt so. Wenn das sonst anders nicht. Oh, wir sollten uns aber auch irgendwo einen Aufgang da lassen. So, was war daran jetzt so schwer, Spiel? Kannst du mir das sagen? Nein, da habe ich zu tief gezielt. So, Dankeschön. Ja, so viel zum Thema, ich sollte mir einen Aufgang parat halten. Wieso geht denn das nicht? Ich glaube, ich spinne. Okay, so geht's. Naja. Zack, 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 zack. Ich ziehe jetzt mal diese Seite zu Ende, wenn ich es hinbekomme. Würde dann in etwa so aussehen, wobei wir hier eigentlich ja schon ein weitergehen können. So. Hier geht ja dann das Zeug hoch, genau hier. Genau, perfekt. Ja. Okay, sieht dann so aus. Die wären dann wahrscheinlich deutlich höher als die. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Muss ich wirklich nur gucken, wie wir das da am dümmsten machen. Aber gut, das ist dann mal eine Aufgabe für Offscreen oder zumindest für eine andere Folge, denn wir sind fertig für heute. Mit Blick auf die Uhr. Ich denke mal, es ist auf alle Fälle schon ein deutlicher Fortschritt, den wir hier zu verzeichnen haben. Ich würde gerne gleich mal ein Thumbnail machen. Ab und zu muss ich dafür fliegen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Zack, machen wir gleich mal ein Thumbnail. Ja, dann sind wir fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif.